Servus Leute, ich hoffe, es geht euch soweit gut. Wie man sieht, handelt es sich heute nicht über den M2 oder jegliche Benzinermotoren, sondern es handelt sich heute um die Elektromobilität und zwar der neue Audi e-tron 55 Quattro. Das ist die aktuelle Bezeichnung. Ich habe die Möglichkeit, das Auto mal zu testen und ich dachte, ich mache mal ein Video drüber. Ist auf jeden Fall ein super interessantes Auto. Es ist auch das erste Mal, wo ich selber ein E-Fahrzeug fahre. Also es ist eine komplett neue Erfahrung und ich dachte, ich nehme euch da mal mit. Ich würde mal sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal das Auto von außen, gehen mal ein bisschen über das Design, dann schauen wir uns noch mal den Innenraum an und dann auf jeden Fall noch mal ja, die ersten Eindrücke beim Fahren. Also ich muss sagen, ich finde das Design eigentlich sehr schick und schön. Wir haben jetzt hier in dem Weiß. Man hat dann auch hier als Zusatzzubehör die Möglichkeit, dann größere Bremssättel in Orange zu bekommen. Finde ich eigentlich auch sehr cool. Dann hat man hier vorne dann auch schön das e-tron-Zeichen. Wenn man aufsperrt, sieht man jetzt leider nicht, aber normalerweise, wenn es jetzt dunkler wäre, ja, hier kommt auch schön die Standlichter raus. Also finde ich eigentlich auch super cool. Vor allem auch vom Design her, wie die dann leuchten. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Hier hat man dann die Möglichkeit, natürlich, man hat ja keinen Tankdeckel mehr, sondern man lädt jetzt. Und hier hat man die eine Ladestation, soweit ich das mitbekommen habe, ist diese Station für den etwas schwächere Ladestation. Und wenn man hier das aufklappt, hat man dann nochmal die Möglichkeit für den stärkeren Ladestation, die Lademöglichkeit. Ich bin jetzt kein, ich sag mal, Experte, was E-Mobilität angeht. Und ja, wenn man dann hier unten wieder drauf drückt, fährt alles wieder zu. Also ist schon alles elektrisch, sehr cool. Dann von hinten finde ich ihn eigentlich auch super gelungen. Ja, die durchziehende Linie von den Rücklichtern sieht man immer mehr. Also diesen Aspekt hier, das kommt immer mehr. Das sieht man jetzt ja auch bei den Porsche aktuell. Gehört ja alles zur VAG. Also da sieht man auch ein bisschen vom Design, wie das so übergreifend ist in den unterschiedlichen Herstellern und Baureihen. Wenn man dann auch abends aufsperrt, sieht es richtig cool aus, weil dann leuchtet der Blinker, sieht man hier, und dann normalerweise geht dann auch noch die Linie von links nach rechts. Ich kann dann noch mal schauen, ob ich dann irgendwie einen dunkleren Ort finde, wo ich das euch zeigen kann. Also es ist so Kleinigkeiten, die ich eigentlich sehr cool finde. Ansonsten, man hat auch die Möglichkeit, andere Felgen zu bekommen. Das sind jetzt, ich sag mal, recht Standardfelgen. Finde ich jetzt nicht schlecht, aber ich denke, bei einem weißen Auto vielleicht noch mal ein bisschen sportlicheren Akzent oder schwarze Felgen würden auf jeden Fall dem Auto gut tun. Das Einzige, was mir hinten zum Beispiel nicht gefällt, ist beim Kofferraum. Für ein SUV finde ich ihn eigentlich sehr klein. Man sieht halt, dass hinten der Diffuser oder im Prinzip halt hier hinten der komplette Bereich sehr hoch ist und der nimmt einfach viel Platz vom Kofferraum weg. Und wenn ich ein SUV kaufe, dann will ich halt auch schon viel Platz. Ich habe dann auch hier gesehen, dass hier das extra Notrad ist. Also hier hätte man eigentlich die Möglichkeit, vielleicht den Kofferraum ein bisschen tiefer zu machen. Das ist so ein Kritikpunkt, den ich vielleicht hätte. Ansonsten hat man unterm Auto 700 Kilo Batterien. Das Auto wiegt, ich glaube, 2,4 oder 2,5 Tonnen. Also leicht ist das Auto auf jeden Fall nicht. Hat 408 PS, 60 Newtonmeter, ich kann es noch mal unten reinblenden, und 0 auf 100 in 5,6 Sekunden, also schon echt flott für dieses Gewicht. Audi gibt an eine Reichweite aktuell von 400 Kilometer. Als ich das Auto bekommen habe, war es so gut wie voll und ich hatte eine Reichweite von 370. Also es kommt auch wirklich dann drauf an, wo man sich bewegt, ob man Autobahn fährt, nur Stadtverkehr, aber 400 Kilometer ist eigentlich auf jeden Fall eine gute Ansage.
Und soweit ich mich auch erinnern kann, kann man das Auto mit einer Schnellladestation in einer halben Stunde laden, was schon echt, ja, echt ziemlich flott ist. Ist natürlich nicht so schnell, wenn man jetzt Benzin schnell tankt, aber es kommt auf jeden Fall voran. Ihr könnt mir mal in den Kommentaren schreiben, was ihr so von der E-Mobilität hält. Also ich finde es eigentlich eine sehr coole Sache, neu. Ich glaube, es bietet auch sehr viele Möglichkeiten an. Ob es den Benziner oder den Dieselmotor irgendwann ersetzen wird, ja, weiß man natürlich nie. Aber ich glaube, für mich persönlich wäre es kein Ersatzwagen, also sagen M2 verkaufen und nur Elektromobilität. Also ich glaube, ein E-Auto ist meistens ein Auto, das man dann irgendwie noch ja, dazu kauft. Was ich persönlich sehr cool finde, ist eigentlich das Thema Hybrid, dass man so ein bisschen ja, die Mischung aus beiden hat. Man hat den sofortigen Drehmoment aus dem Elektromotor, aber dann halt noch, ja, ich sage mal, den Benzinerklang oder den Dieselklang. Und dieses sportliche Feeling. Ja, ich würde sagen, das war's eigentlich so von außen. Also ich finde das Design eigentlich sehr cool. Könnt auch in den Kommentaren gerne mal schreiben, wie ihr das Design so findet. Und dann würde ich mal mich in den Innenraum bewegen. So, jetzt zeige ich euch mal den Innenraum. Also wir haben ja so ein graues Leder mit einem schwarzen Akzenten. Hier hat man auch ja schön Alcantara. Also es ist eigentlich echt super von der Verarbeitung her und ja, der Innenraum ist eigentlich, finde ich, auch sehr schön. Wenn ich das jetzt zum Beispiel mit dem M2 vergleiche, ist es halt ein, oh, ich fahre mal mit dem Stuhl ein bisschen zurück, dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Finde ich es eigentlich auch ja sehr gelungen. Schönes Lenkrad, man hat hier die Bedienungstastaturen, hier auch, man hat hier sogar Schaltwippen. Das weiß ich persönlich gar nicht, für was die Schaltwippen sind. Vielleicht kann es mir einer beantworten. Ansonsten hat man hier ein digitales Tacho. Hier hat man dann auch noch ein digitales Tacho. Hier unten auch. Also im Prinzip hat man ja eigentlich drei Tablets im Auto. Einen kleinen Kritikpunkt habe ich, und zwar das ist der Schlüssel. Ich finde den Schlüssel ein bisschen langweilig für ein E-Auto. Ich hätte gedacht, dass den man vielleicht ein bisschen digital vielleicht machen könnte. Vor allem, ja, das Auto ist nicht billig, also er fängt an bei 79.990 Euro, also 80.000 Euro. Und wie der Wagen jetzt hier ausgestattet ist, kostet er, ich habe hier sogar die Liste hier unten, hat er ein aktueller Bruttolistenpreis von 107.215 Euro. Also das ist schon echt eine Ansage. Ja, hier unten hat man dann die Möglichkeit, sein ja das Auto im Prinzip anzumachen. Drücken wir mal drauf. Also so sieht dann das Tacho im Prinzip aus, wenn das Auto aus ist. Mach mal kurz das Radio aus. Genau, dann hat man im Prinzip hier die Möglichkeit, ah, noch nicht ganz aus, hier im Prinzip die Möglichkeit, hier seine Klimasachen, Sitzheizung, alles Mögliche, also finde ich auf jeden Fall sehr schön. Auch die Auflösung ist super. Hier hat man dann seinen ja, Schalthebel. Man würde denken, dass man vielleicht dieses Teil ein bisschen bewegen muss, aber es ist wirklich eigentlich nur diesen Teil, den man bewegt. Hat man hier noch seine Parkbremse. Hier hat man das Navi oder das ja, System, würde ich mal sagen. Ich finde es eigentlich sehr cool. Also ich bin auch ein großer Fan von dem BMW-System, weil es einfach super leicht ist zu bedienen. Also hier hat man sein Hauptmenü, hat man Radio, Medien, Telefon, also wirklich alles, was man braucht. Hier hat man auch zum Beispiel Wetter, also ja, also echt ein paar nette kleine Apps, die man hat. Also hier ist der Home-Knopf, dann hat man hier seine Radio-Auswahl, alles halt Touchscreen. Auflösung auch super. Das Einzige, was mich halt ein bisschen bei Touchscreen immer nervt, man hat halt überall die Datsche auf dem Handy, also auf dem Display. Deswegen haben wir hier sogar ein kleines Tuch vorhin mitgenommen, dass ich da nochmal drüber wischen kann. Genau, dann hat man hier seine Mediamöglichkeit, Telefon, Navi. Das Navi finde ich zum Beispiel super gelungen, weil es ist von Google Maps und ich finde Google Maps echt super. Die sind auch immer super aktuell. Also zum Beispiel hier vorne ist diese Straße hier gesperrt und es übernimmt halt gleich Google Maps. Also
super toll, schnell, also kann man echt nichts Schlechtes sagen, wenn man das mit den alten Navis vergleicht. Also ist es auf jeden Fall schon ein großer Sprung. Ja, ansonsten kann ich ihn mal anmachen, der sogenannte Kaltstart. Also jetzt ist er off, wie man sieht, 222 Kilometer Reichweite. Ja, und jetzt ist auch das Auto schon an. Also es ist ja auf jeden Fall eine Umstellung. Man hört einfach nicht das Auto. Und ja, man hat dann hier im Prinzip die Möglichkeit, ich mache mal kurz die Tür zu, also hier dann nochmal im Prinzip das Display zu ändern. Man hat jetzt hier links das Navi zum Beispiel, dann halt Kilometerreichweite, Batterie, und hier kann man dann im Prinzip nochmal die Ansicht ändern, dass das Navi dann sehr groß ist. Also das ist schon echt eigentlich sehr cool gemacht. Man kann auch das Tacho noch in unterschiedlichen anderen Variationen ändern, aber ich weiß jetzt gerade nicht aus dem Stegreif, wie ich das mache, dass man im Prinzip Kilometeranzahl, also Geschwindigkeit links sieht, Rechtkarten, also da hat man wirklich einen großen Spielraum, wie man das ändern möchte. Man kann dann auch das Auto, hier sieht man jetzt Offroad Mode, kann man auch hier unten bei Drive Select ändern. Das kommt dann hier zum Beispiel hoch. Also dann kann man in Efficient gehen oder Comfort, dynamisch oder wirklich auch komplett individuell. Also wenn ich jetzt mal hier drauf drücke. Ja, also da kann man wirklich alles Mögliche selber aussuchen. Ich gehe jetzt mal wieder auf Comfort, denke ich mal. Also das ist schon echt sehr cool gemacht, keine Frage. Ansonsten, was mir innen noch so auffällt, ist, was zum Beispiel für mich neu ist, ist halt hier die leuchtenden Streben. Finde ich auch ja sehr schön. Vor allem abends hat man auch dann hinten leuchten. Das haben ja auch heutzutage die neuen Mercedes oder auch der 5er oder 7er. Finde ich eigentlich sehr cool. Da kann man dann auch hier natürlich auch die Farben ändern. Wenn man, das habe ich vorhin irgendwo gesehen. Das, ich glaube, allgemein war es. Nee, wo war denn das? Ach, das ist jetzt wieder so typisch. Wenn man es zeigen möchte, findet man es nicht. Ah, hier Anzeige, Helligkeit. Ah, Cockpit. Ah, genau. Hier kann man zum Beispiel das Cockpit heller machen. Das war eins, was ich zum Beispiel vorhin gesucht habe. Das Display, als die Sonne ein bisschen geschienen hat, war mir dann ein bisschen zu dunkel. Also es hat geblendet, also war nicht hell genug. Jetzt habe ich das zum Beispiel. Zieht aber natürlich dann alles auch von der Batterie. Heads-up-Display hat das Auto auch, wie man hier vorne sieht. Wenn es mal fokussiert. Ja, der Fokus ist... hat gerade Probleme. Ah, jetzt, also man sieht die Geschwindigkeit, wie schnell man fahren darf. Also auch ein sehr schönes Heads-up-Display, aber da muss ich sagen, ist die, finde ich, die Bildqualität nicht so schön. Da ist es beim M4 ein bisschen schärfer. Ja, aber da kann man ja auch hier beim Heads-up-Display wirklich auch Sachen anpassen. Ja, und auch die Farbe von der Leiste innen kann man auch komplett selber anpassen. Da hat man Rot, Blau, Lila, Gelb, Grün, also wirklich jede Farbe, von der man eigentlich ja träumen kann. Also vom Innenraum finde ich es eigentlich echt sehr cool. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, wie ihr so den Innenraum findet vom Auto, aber ich finde es echt super und super gelungen, und ich würde sagen, wir fahren jetzt mal eine kurze Runde. So, ich habe jetzt gerade noch mal durch Zufall die Virtual Cockpit Möglichkeiten geändert, und ich dachte, das zeige ich euch jetzt noch mal ganz kurz. Also das ist der klassische Ansicht, dann hat man hier im Prinzip den e-tron Ansicht, den hatte ich vorne im Prinzip, und dann hat man noch eine Art Sport Ansicht. Ja, also ich glaube, ja, ich glaube, ich würde fast sagen, dass für mich, ich glaube, der Sportansicht, ja, Sport oder die e-tron-Ansicht finde ich eigentlich nicht schlecht. Könnt ihr mal gerne schreiben, welche Ansicht ihr besser findet. So, ich sitze jetzt gerade im Auto und ja, fahre gerade eine Runde. Ich dachte, ich gebe euch jetzt einfach mal so die ersten Eindrücke vom Auto. Also, wie gesagt, es ist ein kompletter
Unterschied und einfach Umstellung zu einem normalen Auto. Man hört einfach ja nichts vom Motor. Man hat ein gewisses, ja, so ein Summen vom E-Motor. Ich denke mal, die Leute, die schon mal im E-Motor mitgefahren sind oder selber gefahren sind, wissen auf jeden Fall, von was ich spreche. Ja, ansonsten vom Handling her, keine Frage, auf jeden Fall sehr angenehm. Die Beschleunigung ist auf jeden Fall auch sehr sportlich. Also ich würde sagen, so die 0 auf 60, 50, die man so in der Stadt fährt, ist auf jeden Fall sehr zügig. Es ist auch ein großer Unterschied einfach, weil wenn man normalerweise Gas gibt, dann hat man ja noch eine gewisse Soundkulisse und dann merkt man, okay, ja, jetzt gebe ich Gas, man hört auch was vom Motor und man erreicht dann auch so seine Geschwindigkeit, aber hier gibt man einfach Gas, man kriegt kaum was mit und auf einmal ist man dann einfach bei 50, 60, 70 km/h, also das ist schon auf jeden Fall deutlich anders. Ansonsten, die Bremsen sind, finde ich, sehr bissig, also die waren ja auch schon echt groß, die Bremssättel, also die Bremsen können auf jeden Fall gut ihre Arbeit leisten. Ja, ansonsten ist es eigentlich ja wie normales Autofahren. Man hat sein Lenkrad, Gaspedal, Bremspedal. Ein Unterschied ist noch, wenn man halt steht, dann rollt es automatisch nicht weiter, das Auto. Also normalerweise musst du ja auch beim Automatik eigentlich auf der Bremse bleiben. Das ist hier nicht der Fall. Und ja, ansonsten können wir jetzt eigentlich mal kurz mal so die Beschleunigung filmen. Jetzt kommen wir mal auf die Landstraße. Also der drückt schon gut, keine Frage. Ja, ist auf jeden Fall super flott. Man wird auch ein bisschen in den Sitz auf jeden Fall auch zurückgedrückt. Ja, aber wie gesagt, es ist einfach ein komplett anderes Feeling. Ich glaube, die Höchstgeschwindigkeit vom Auto sind 200 km/h. Also ja, reicht auf jeden Fall auch. Natürlich ist dann die Batterie deutlich schneller leer. Ich denke mal, ja, so 130, 140. Geschwindigkeit fährt, hat man auf jeden Fall auch eine gute Reichweite. Ja, also Beschleunigung, wie gesagt, ja, von 0 auf 100 in 5,6 Sekunden. Also das ist ja für ein 2,5 Tonnen Auto ist es auf jeden Fall sehr flott. Ansonsten, erste Eindrücke, ja, auf jeden Fall ein interessantes Konzept, vor allem das erste Mal jetzt mal so hinterm Elektroauto. Ob es was für mich ist, weiß ich nicht. Ich habe halt, ja, gerne meinen Sound im Hintergrund. Das kennt man ja ganz gut vom M2, dass da auf jeden Fall was im Hintergrund noch ja, Lärm gibt. Aber wie gesagt, echt eine coole Sache, cooles Auto. Und ja, ihr könnt ja gerne nochmal in den Kommentaren schreiben, wie ihr so das Auto findet. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Der Sommer kommt ja und dann wird es ja auch wieder mal Zeit für Videos. Leute, macht's gut!